Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer. Es ist Freitag, der 7. September. Sie schauen den Elbe-Kanal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Themen haben wir heute für Sie. Stadtseniorenrat. Großzügige Spende hilft bei finanziellen Nöten. Verlosung. Gewinnen Sie Karten für die Salzer Gaudi in Schönebeck? Und gewohnt anders. Junggeselle Jens Schneider sucht eine passende Wohnung. Beginnen möchten wir heute mit einer positiven Meldung für die Stadt Schönebeck, genau gesagt für den Stadtseniorenrat. Dieser konnte sich jüngst über eine ganz besondere Spende freuen. Der Stadtseniorenrat ist einer der Anlaufpunkte für die ältere Generation der Stadt. Mit den Leseomas, den Heimpaten und den grünen Damen engagiert man sich auch auf sozialer Ebene, in Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Doch auch bei den alltäglichen Fragen leisten die Ehrenamtlichen Rat und Tat. Zu einem ganz besonderen Treffen traf man sich am vergangenen Mittwoch am Punkt 12. Ja, ich bin ja viel im Wahlkreis, auch in Schönebeck unterwegs und war letztens auf einem Termin mit dem Stadtseniorenrat. Und da haben wir über alle möglichen Dinge gesprochen. Gesundheit, Gesundheitspolitik, Pflege, also wirklich querbeet. Und ein Thema war natürlich auch die Finanzen. Und gerade im ehrenamtlichen Bereich ist es immer schwierig, finanziell auch die Gelder zusammenzubekommen. Und da habe ich gehört, dass eben da Not am Mann ist. Und deshalb war es mir wichtig, da auch zu helfen. Finanzielle Nöte hat der Stadtseniorenrat schon länger. Glücklicherweise dürfen Sie in den Räumlichkeiten am Markt 12 bei der SWB mietfrei wohnen. Lediglich die Nebenkosten müssen monatlich abgedeckt werden. Doch mit gerade einmal 300 Euro Fördermittel der Stadt bleibt da wenig Puffer. Und umso glücklicher ist der Stadtseniorenrat, dass dank Tino Sorge Unterstützung nahte. Ja, wir freuen uns darüber ganz doll. Herr Sorge hat sich unserer Sorge des Stadtseniorenrates angenommen. Im Mai war er bei uns eingeladen. Wir haben ihm alles vorgetragen und er hat sich bemüht, er hat sein Versprechen eingehalten. Und für uns kann es natürlich nun nur weitergehen. Am Mittwoch kam es zu der symbolischen Checkübergabe und auch Vertreter der GEHE Pharma Handel GmbH, welche 800 Euro spenden konnten, waren mit vor Ort. Bei einer netten Kaffeerunde kam es zu angeregten Gesprächen rund um den Seniorenstadtrat, das Gesundheitswesen und die großzügige Spende. Natürlich waren auch die Spender neugierig, was der Stadtseniorenrat in Schönebeck alles so tut. Und so war ein gemeinsamer Gesprächspunkt der Notfallpass, welcher von den Senioren entwickelt wurde. Denn als Zulieferer von Medikamenten an den Apotheken ist das Unternehmen an viele Themen rund um die Gesundheit interessiert. Die Spende wird für weitere Zahlungen der Nebenkosten eingeplant und so ist gewiss, dass die 800 Euro nicht nur im Jahr 2018 helfen, sondern auch im nächsten Jahr etwas Druck von Ilona Luthers Schultern nehmen. Weiter geht es jetzt mit einem ganz besonderen Konzert, denn in Kalbe in der St. Stephani-Kirche gibt es ein ganz besonderes Konzert. Zwei Künstler, die Sie so noch nicht gesehen haben, werden auftreten. Mehr Informationen jetzt hier bei uns. McKinley Black und Wladimir Spiridonov live in Konzert. Die St. Stephani-Kirche lädt am Freitag, den 21. September, zu einem Benefizkonzert nach Kalbe ein. Beste Gitarrenmusik in wohliger Atmosphäre verspricht das Konzert ab 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 12,50 Euro gibt es an der Abendkasse. Die Einnahmen dienen dem Erhalt der St. Stephani-Kirche. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, diese beiden Künstler einmal live zu erleben, das Ganze dann in Kalbe, sehr geehrte Zuschauer. Live erleben sollten Sie auch die Stars der Magdeburger Mückenwiesen. In diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungsabende, die Sie einladen. Hier ein paar Informationen und unser Trailer. Und auch für diese Veranstaltung gibt es Freikarten. Diese jedoch erst ab nächster Woche. Was Sie erwartet, jetzt schon mal im Film. We'll be right back.
Servus, Grüezi und Hallo! Die Mückenwirte laden auch dieses Jahr zu den Mückenwiesen ein. Das größte Magdeburger Oktoberfest, das es je gegeben hat. Das größte Magdeburger Oktoberfest, das es je gegeben hat. Getanzt, gefeiert und geschunkelt wird vom 21. September bis 6. Oktober in einem 2000 Quadratmeter großen, liebevoll geschmückten Zelt mit mehr als 2500 Sitzplätzen. In den letzten Jahren vergnügten sich auf der Mückenwiesen und der Herbstmesse allein in 6 Tagen mehr als 22.000 Besucher. Auch bei der diesjährigen Mückenwiesen gibt es zahlreiche Stars, die dem Publikum im Festzelt so richtig einheizen. Ihr wollt bei der Mückenwiesen 2018 dabei sein? Dann sichert euch das Ticket für das Event des Jahres. Weitere Infos und Tickets auf www.mückenwiesen.de. Bald ist es wieder soweit. Die Magdeburger Mückenwiesen gehen los. Sichert euch die letzten Tickets und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Das wird eine Gaudi. Die Magdeburger Mückenwiesen 2018. Wir haben die Freikarten für Sie. Das Ganze ab Montag hier bei uns im Programm. Also dort wieder einschalten. Und dann geht es mit dem Ticket zur Magdeburger Mückenwiesen. Hier bei uns geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Unter anderem ist der Aussichtsturm am Ringheiligtum wieder begehbar. Dort gab es eine Wespenplage. Diese wurde entfernt. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Derzeit finden Straßenbauarbeiten in der Stadionstraße statt, welche somit nur einseitig von Richtung Wilhelm-Helge-Straße befahrbar ist. Der erste Bauabschnitt wurde wie geplant erfolgreich am 7. September abgeschlossen. Im Laufe des Tages wurde dieser Abschnitt freigegeben, somit ist die Stadionstraße wieder von der Magdeburger Straße befahrbar. Gleichzeitig wurde am vergangenen Freitag der zweite Bauabschnitt zwischen der Sulkrambrücke und der Einfahrt auf Höhe des Fitnesscenters begonnen. Deshalb ist bis ca. Ende Oktober keine Durchfahrt aus der Richtung Wilhelm-Helge-Straße möglich. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Nachdem zahlreiche Wespennester in den vergangenen Wochen am Ringheiligtum Pömmelte dafür sorgten, dass der Zugang zum Aussichtsturm versperrt blieb, ist nun die Wespensaison vorüber. Somit kann ab sofort der Turm wieder betreten werden, um die Aussicht auf das Ringheiligtum zu genießen. Der Stadtrat hat zugestimmt. Die zentrale Schmutzwassergebühr der Stadt Schönebeck liegt rückwirkend zum 1. Januar 2018 bei 1,91 €. Das sind 20 Cent weniger als in den Jahren 2015 bis 2017. Auch bei der Ableitung des Niederschlagwassers spart der Abwasserkunde der Stadt Schönebeck rückwirkend zum 1. Januar 2018. Pro Quadratmeter versiegelter Fläche werden statt 1,25 Euro im Zeitraum 2015 bis 2017 jetzt 1,18 Euro erhoben. Die Kinder der Kindertagesstätte Marienheim haben allen Grund zur Freude. Die Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für die Region Schönebeck spendete einen Betrag von insgesamt 4.000 Euro. Die Fördermittelbescheidübergabe fand am Dienstag, den 4. September, in der Friedrichstraße in Schönebeck statt. Die Sparkassenstiftung unterstützte die Schaffung einer neuen Matschanlage mit 3 Wasserrinnen und einer Spielplatzpumpe, an der nach Herzenslust geplanscht, gespritzt und gematscht werden kann. Aufgrund technischer Probleme muss das Nichtschwimmerbecken der Volksschwimmhalle bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Es wird um Beachtung gebeten. Musik
Wenn wir es nicht an den Strand schaffen, dann holen wir den Strand eben zu uns. Das sagte sich das Team im Haus Luise und veranstaltete ein Strandfest. Eine Sandburg mitten im Saal, Picknick auf den Tischen und eine Indoor-Strandbar erwarteten die Gäste. Als der Grill brutzelte und die Cocktails probiert wurden, stieg die Stimmung und das Temperament machte die fehlenden Grade auf dem Thermometer wett. Anlässlich des Tages des Ehrenamtes am 3. Dezember 2018 im Haus Luise möchte die Stadt Schönebeck gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat Bürger der Stadt ehren, die sich für ältere und behinderte Bürger aktiv einsetzen bzw. in dieser Hinsicht uneigennützig und ehrenamtlich tätig sind. Vereine, Verbände und Privatpersonen haben die Möglichkeit, bis Ende September 2018 einen begründeten Vorschlag beim SG Bildung und Soziales am Markt 1 in Schönebeck einzureichen. Die Ehrung durch Oberbürgermeister Bert Knoblauch und die Vorsitzende des Stadtseniorenrates Ilona Luther wird am 3. Dezember auf Einladung im Haus Luise stattfinden. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer 205 am 11. September von 12 bis 16 Uhr im Rathaus durch. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Persönliche Anmeldungen oder Termine können in der Bürgersprechstunde nicht vereinbart werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. In der Zeit vom 3. September bis zum 21. September 2018 kommt es im Wohngebiet Kunstanger zu Verkehrseinschränkungen. Es werden hier an mehreren Grundstücken Hausanschlüsse hergestellt. Es wird um Beachtung gebeten. Wie der Schönebecker Stadtseniorenrat mitteilt, muss der Punkt 12, also das Büro am Markt 12, aus organisatorischen Gründen vom 18. September bis zum 23. Oktober dieses Jahres geschlossen bleiben. Es wird um Verständnis gebeten. Aufgrund einer Havarie der Stadtwerke im Bereich Erich-Weinert-Straße, Einmündung am Stadtfeld, kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Für ca. 2 Wochen wird auf Höhe der Baustelle jeweils nur eine Spur befahrbar sein. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Eine aktuelle Meldung noch zu den Nachrichten hier aus Schönebeck, denn die Baumaßnahmen der Stadionstraße, sehr geehrte Zuschauer, verlangt wieder Ihre Aufmerksamkeit, denn die Zufahrt zum Salzer Park, genauer gesagt zum E-Center, hat sich geändert. War es jüngst die Zufahrt nur über die Wilhelm-Helge-Straße, so ist jetzt der Park über die Magdeburger Straße erreichbar. Also diese Information für alle Kraftfahrer, das E-Center, der Salzer Park, jetzt wieder über die Magdeburger Straße erreichbar. Soweit die Kurznachrichten aus der Region. Jetzt geht es weiter mit dem Werbeblock. Danach hier bei uns das Medium der Woche. Wir verlosen Freikarten für die Salzer Gaudi und vieles mehr. Also bis gleich. Hallo Frau Fischer. Möller von der Hukoburg. Ihr Abschleppwagen ist in 5 Minuten da. Ihr Ersatzfahrzeug steht schon bereit. Und mit dem jungen Mann dort habe ich schon alles geklärt. Und weil wir so günstig sind, war doch gar noch ein Kaffee drin. Unglaubliche Leistungen zum unglaublichen Preis. Jetzt wechseln zu Deutschlands bestem Kfz-Versicherer mit dem fairsten Preis. Hukoburg. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Pizza- und Pasta-Wochen im Steakhouse Los Gauchos. Wählen Sie Ihre Zutaten für die Pizza selbst aus. Die Basis ist eine 28 cm Margarita-Pizza mit 3 verschiedenen Käsesorten. Und dazu frei wählbar Ihren Lieblingsbelag. Doch das war noch nicht alles. Zur Mittagskarte gibt es einen Belag gratis. Da läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen. Probieren Sie auch unsere Pasta-Gerichte. Egal ob Spaghetti, Rigatoni oder Tortelloni, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Und das alles für nur 5,50 € zur Mittagskarte.
Sie wollen typisch argentinisch essen? Sparen Sie mit unserem Sommerangebot 10% auf die gesamte Hauptspeisenkarte. Überzeugen Sie sich selbst. Ihr Steakhouse Los Gauchos im Stadtpark Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Ein Kinderbesteck mit persönlicher Gravur, hochwertige Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen jedes Kinderherz höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juli und August. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 Euro für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden das Passende dabei. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Wickelbraten 100 Gramm zu 72 Cent, Schweineleber 100 Gramm zu 30 Cent, Gulasch halb und halb 100 Gramm zu 55 Cent und Leberkäse 100 Gramm zu 90 Cent. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs, ob Förderstedt, Stassfurt, Prumby oder Güsten. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Unübersichtlich und kompliziert war gestern.
Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung, da sind wir wieder. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind, sehr geehrte Zuschauer. Und wie versprochen geht es weiter mit Ihrer Gewinnchance. Die Salzer Gaudi lädt Sie recht herzlich ein und wir verlosen dazu die Freikarten. Ihr habt Lust auf Bier und Brezen, wollt abfeiern in Dirndl und Lederhos? Dann seid ihr bei der Salzer Gaudi genau richtig. Direkt in der schönen Elbstadt wird zum zweiten Mal das Schönebecker Oktoberfest gefeiert. Auch du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 3x2 Freikarten für die Veranstaltung am 28. September. Am Busbahnhof kannst du mit deiner Begleitung die Wände des Festzeltes zum Beben bringen. Ruf jetzt an unter 03928 40 57 70 und nenne uns das Stichwort Salzer Gaudi. Am 21. September geben wir die Gewinner bekannt. Sie haben es gesehen und gehört, sehr geehrte Zuschauer, machen Sie mit beim Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht klappt es ja mit den Freikarten. Heute ist Freitag und somit wieder Zeit für Gewohnt anders. Ein junger Mann sucht eine Wohnung hier in Schönebeck. Ich glaube, im Salztor ist er fündig geworden. Anna Breitkoff, Maklerin der Städtischen Wohnungsbau GmbH aus Schönebeck, ist auf dem Weg in die Innenstadt. Die an der Elbe gelegene Salzstadt liegt vor den Toren der Landeshauptstadt Magdeburg und ist ein attraktiver Wohnort für Jung und Alt. Ich treffe mich jetzt gleich mit dem Herrn Jens Schneider. Herr Schneider möchte nach Schönebeck ziehen und sucht eine Wohnung in Innenstadtlage mit ca. 70 Quadratmeter. Und da habe ich jetzt einfach mal eine Wohnung hier im Salztor 3 rausgesucht. Interessent Jens Schneider kommt aus Magdeburg und freut sich auf Schönebeck. Insbesondere die Nähe zur Elbe bereitet ihm großes Gefallen, denn seine Lieblingsmotive als Hobbyfotograf sind Flüsse und Brückenbauwerke. Seine Budgetvorgabe für eine Wohnung? 500 Euro. Ja, also ich suche hier eine Wohnung in Schönebeck, da ich ab Mai eine neue Arbeit hier beginne. Und ich treffe mich gleich mit der Maklerin und möchte mal gucken, was mir angeboten wird. Hallo, Schneider mein Name. Reitkopf, hallo Herr Schneider, schön, dass es geklappt hat. Wir wollten uns ja heute eine Wohnung in der Innenstadt angucken. Ja, ich sehe auch, es ist sehr zentral, ja. Genau, hinter uns direkt ist der Markt, Rathaus, Café, Friseur, alles, was wir gerne hätten. Vor uns liegt dann auch noch eine kleine Einkaufsstraße. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Wohnung an. Sehr schön. Die großzügige Zweiraumwohnung wurde vor kurzem modernisiert und bietet knapp 75 Quadratmeter Wohnfläche. Der Mietpreis beträgt 539 Euro. So, dann kommen Sie mal rein in die gute Stube. Hier vorne links haben wir gleich das Wohnzimmer. Treten Sie ruhig rein. Oh ja, das ist schön geräumig, ja? Genau, schön geräumig. Sie können es ja auch ein bisschen teilen. Ja, noch eine Essecke, beziehungsweise, ich weiß nicht, haben Sie irgendein spezielles Hobby? Ja, ich fotografiere halt Schiffe und Flüsse, Wasser, alles, was damit zu tun hat. Das ist ja dann hier die ideale Lage, genau. Dann können Sie ja hier auch eine kleine Fotoecke einrichten. Genau, das war auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich halt diese Aufteilung gesehen habe, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also schöner großer Raum für Ihr Hobby wäre es ja dann ideal. Da könnten Sie ja hier zum Beispiel dann ein Arbeitszimmer einrichten. Genau. Können auch gerne mal rausgucken. Da sehen Sie dann tatsächlich, wie schön ruhig das hier ist. Fahren keine Autos lang. Ja, mitten in der City, wie ich sehe, ja. Haben alles vor der Tür, was Sie brauchen zum Leben. Ja, also wir haben uns jetzt den ersten Raum angeguckt und alleine schon diese Aufteilung in zwei Räumen, das ist sehr gut, passt zu meinem Hobby. Und hier könnte ich auch so ein kleines, ich sage mal, Arbeitszimmer einrichten und da passt die Lage schon sehr gut.
Wunderschönes, großes Badezimmer, genau. Badewanne gleich mit Duschabtrennung, also Baden und Duschen möglich. Ja, schöner, gemütlicher Abend in der Badewanne beim Gläschen Wein oder auch mal zu zweit. Ja. Waschmaschinenanschluss ist auch vorhanden, genug Platz für einen Trockner ist auch. Das Badezimmer scheint ja schon mal zu gefallen. Immerhin ist es schön hell. Ein unschlagbares Verkaufsargument bei der Wohnungsvermietung. Wir haben hier ein sehr schönes, großes Bad, welches auch ringsherum gefliest ist. Wir haben eine Badewanne mit Duschabtrennung, dass ich sowohl duschen als auch baden kann. Waschmaschinenanschluss ist vorhanden und es ist auch ausreichend Platz für Waschmaschine und Trockner. Ja, also das ist wirklich ein sehr schönes, großes Bad, sehe ich. Ja. Und ja. Badewanne ist sowieso, finde ich, besser, also ich persönlich besser als Dusche. Sieht auch ganz gut aus alles. Ja, man hat ja auch die Möglichkeit, beides zu machen. Bei einer Dusche kann ich leider nicht baden. Und hier ist ja auch noch ein Vorhang mit davor, zumindest so ein Genau, die Duschabtrennung. Genau, die richtig. Duschabtrennung. Okay. Dann einmal bitte nach hinten links. Ja. Ah. Das wäre dann das Schlafzimmer. Ist auch ziemlich geräumt, ja. Ja, Schlafzimmer ist sehr schön groß. Sie haben ausreichend Platz für ein großes Bett, genauso wie für einen schönen großen Kleiderschrank. Wir haben sehr viel Licht hier drin. Ja, ich sehe schon zwei Fenster, ja. Also das ist wirklich genau. Schönes Tageslicht. Sehr angenehm. Bietet alles, denke ich, was ein Schlafzimmer bieten muss. Genau. Und die Aussicht ist auch nach vorne auf den Markt, ja? Genau. So weit, so gut. Aber ein produktives Zimmer fehlt ja noch. Die Küche. Ob auch hier die Maklerin der SWB, Anna Breitkopf, bei Herrn Schneider punkten kann? So, und dann last but not least, unsere schöne, riesengroße Kreativwerkstatt, die Küche. Also groß ist sie wirklich, ja? Wunderschön groß. Wunderschön groß. Ich bin nicht so der Kocher. Okay. Weil ich bin eher so der Fertigessenholer oder ich gehe halt in Restaurants und so, kochen ist nicht so mein Ding. Aber man kann ja auch hier sitzen, man kann das ja auch als Raum gestalten. Man kann das Kochen ja aber auch lernen, wenn es dann die Herzensdame gibt. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder die Dame kocht dann. Oder so, genau. Ich glaube, der Herr Schneider ist schon positiv angetan von der Wohnung. Leider lag ich, was die Küche angeht, jetzt nicht ganz so richtig. Viele Interessenten wollen gerne immer eine sehr schöne, große, helle Küche haben. Er hätte den Platz, glaube ich, lieber für sein Hobby gehabt als Arbeitszimmer, aber wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass er Restaurants in der Nähe hat oder sich auch Essen bestellen und liefern lassen kann. Von daher dürfte das, denke ich, kein Problem sein. Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Wohnung ihn überzeugt hat und dass er sich auch für diese entscheiden wird. Dann hat sie mir nochmal versucht, auch ein bisschen die Küche schmackhaft zu reden. Ich selber bin, naja, kochen ist nicht so mein Ding, ja. Aber hat sie dann auch gleich darauf reagiert und meinte, dass halt in der Nähe sehr viele Restaurants sind. Ja, und ist ja auch in der Stadt mittendrin und das wird schon. Ja, natürlich schön erstmal alle Zeichen so. Jetzt kommen wir natürlich zu einem sehr wichtigen Punkt, wenn nicht sogar dem wichtigsten, und zwar das Budget. Oh ja, das liebe nette Geld. Ja, also wir haben hier eine Zweiraumwohnung direkt in der Innenstadt mit ca. 75 Quadratmetern und liegen hier bei einer Gesamtmiete von 540 Euro. Lediglich Strom käme noch dazu. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, so jetzt natürlich zu meiner finalen Abschlussfrage. Wie sieht's denn aus mit der Wohnung? Gefällt's Ihnen? Habe ich Ihren Geschmack getroffen oder? Ja, also die Wohnung gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und ich denke, wir kommen da ins Geschäft. Prima, freut mich. Per Handschlag zur neuen Wohnung. So einfach kann's gehen. Und nachdem alle notwendigen Unterlagen unterzeichnet waren, konnte Hobbyfotograf Jens Schneider schon zwei Wochen später seinen Einzug feiern. Gewohnt anders eine Dokumentation über die Wohnungssuche hier in Schönebeck. Am kommenden Freitag dann wieder eine neue Ausgabe, sehr geehrte Zuschauer. Ja, immer wieder, jede Woche neu dabei, unser Medium der Woche. Gab es doch in dieser Woche Ben Zucker sein aktuelles Album Na und Sonne zu gewinnen. Sehen Sie jetzt die Gewinner hier bei uns unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So gibt es in der kommenden Woche dann wieder neue schnelle Beats, The Dome, die aktuelle Ausgabe hier bei uns als Medium der Woche.
Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Hits, Hits, Hits. Soweit das Auge reicht. The Dome Volume 87 präsentiert das Beste, was die aktuellen Charts zu bieten haben. Diesmal mit den brandheißen Hitsingles von Kygo und Imagine Dragons, Maroon 5, Liam Payne und J Balvin und vielen mehr. Jeder Song ist ein Volltreffer und mit dieser Aufstellung an Superstars ist The Dome Volume 87 der klare Titelfavorit auf Platz 1 in den Charts. Scheibe rein, Chartparty an. Ist nicht im Geld, das ich sehe, nicht in den Hotels dieser Welt. Ist in den Genen, in der Art, wie ich gehe, mich beweg, wie ich rede. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. The Dome Volume 87, zwei CDs mit aktuellen Titeln. Das Ganze in der kommenden Woche hier bei uns als Gewinnspiel, also auch dort wieder einschalten, sehr geehrte Zuschauer. Weiter geht es mit einer wunderschönen Reise mit der AIDA Mauer, präsentiert von Schurbusreisen hier in Schönebeck. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub, Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben, ohne Tischordnung und feste Zeiten. Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau. Während diese wunderschöne Reise mit der AIDA Mar nur eine Veranstaltung ist, die in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten stattfindet, so möchten wir Ihnen jetzt natürlich weitere Veranstaltungen hier bei uns aus der Region ans Herz legen. Unter anderem eine Mondscheinwanderung. Traditionell zum ersten Septemberwochenende findet in Großmühlingen der mittlerweile 189. Pflaumenkuchenmarkt statt. Auch in diesem Jahr gibt es zu den Festtagen vom 6. bis 9. September wieder einige Highlights. Wie in jedem Jahr macht der Flakoma-Lauf am Donnerstag den Anfang. Für ordentlich Partystimmung sorgt am Freitagabend die Band Tänzchen Tee. Auch am Samstag kann im Festzelt zum Mega 90er und 2000er Party das Tanzbein geschwungen werden. Weitere Einzelheiten des Programms finden Sie im Internet unter www.flammkuchenmarkt-großmühlingen.de. Karten im Vorverkauf erhalten Sie bei der Bäckerei Wegener in Großmühlingen sowie bei Pattberg in Großmühlingen und Biere. Das Dokumentationszentrum am Moritzplatz in Magdeburg lädt vom 6. September bis 4. November zu der Ausstellung NVA-Soldaten hinter Gittern. Der Armeeknast schwebt als Ort der Repression ein. Zur Eröffnung am 6. September spricht der Vorsitzende des Vereins DDR-Militärgefängnis Schwedt e.V. und Betroffener Detlef Fahle.
der fast vergessene Ort und die Geschichte des Armeeknastes werden dargestellt. Ein 3D-Modell veranschaulicht zusätzlich den verschwundenen Ort. Der Eintritt der Ausstellung ist frei. Bis Ende dieses Monats können interessierte Besucher eine archäologische Ausgrabung im Ringheiligtum Permitte hautnah erleben. So kann man an allen Donnerstagen des Septembers um 14 Uhr unter fachkundiger Leitung einen wissenschaftlichen Überblick erhalten. Die Führung kostet pro Teilnehmer 3 Euro. Am Sonntag, dem 9. September 2018, findet im Salzlandmuseum in der Fennerstraße 41 von 10 bis 13 Uhr eine Begutachtung und Einschätzung alter Gegenstände statt. Experten aus verschiedenen Bereichen sehen sich ihre mitgebrachten Objekte an und versuchen, diese zeitlich und kulturhistorisch einzuordnen. Entdecken, was uns verbindet. So lautet das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am 9. September, an dem sich auch das Stadtarchiv Schöneberg in der Prager Straße 71 abermals beteiligt. Von 10 bis 16 Uhr öffnen Britta Melder und Matthias Hille ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Jeweils um 10 und um 13 Uhr kann man an Führungen teilnehmen. Der nächste Blutspendetermin in Calville ist der 11. September. Von 17 bis 20 Uhr kann man an der Grundschule in der Lessingstraße 28a sein Blut spenden. Zu einem Lesetalk mit Andreas Schmidt-Schaller lädt der Solopark Schönebeck-Bad Salzelmen am 13. September in den Dr. Tholberg-Saal ein. In einem kurzweiligen und interessanten Abendprogramm spricht Journalistin Dagmar Perschke mit dem Schauspieler über das Leben, was ihn beschäftigt, ihn bewegt und wie er die Welt sieht. Karten für die Veranstaltung gibt es in den Stadtinformationen der Stadt Schönebeck. Aufgrund hoher Nachfrage der Mondscheinführungen werden die abendlichen Führungen im Ringheiligtum per Mitte fortgesetzt. Die nächsten Mondscheinführungen beim Wechsel vom Tag zur Nacht finden an den Samstagen des 15. und 29. September jeweils um 18 Uhr statt. Interessierte Besucher können ohne Voranmeldung mit einem Kostenbeitrag von 3 Euro an den Führungen teilnehmen. Das Blutspendemobil macht am 20. September Halt in Schönebeck. Auf dem Gelände des McDonald's-Restaurants kann man in der Zeit von 15 bis 19 Uhr sein Blut spenden. Am 20. September verwandelt sich das Dorfgemeinschaftshaus in Pritzin zur nächsten Blutspendestation. Von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr kann man in der August-Bebel-Straße 24 sein Blut spenden. Die Hausgemeinschaft in der Barbara-Straße 27a und B lädt am 21. September zu einem Hoffest ein. Anlass ist der Bezug des Wohnblocks vor 45 Jahren. Ein bunt geschmücktes Festzelt, Leckeres vom Grill und musikalische Unterhaltung erwartet die Gäste ab 17 Uhr. Alle Schlagerfans aufgepasst! Am Dienstag, den 25. September, können Sie den Star Leonard im E-Center in der Stadionstraße in Schönebeck live erleben. Der Sänger wird um 11.30 Uhr einen Kurzauftritt und eine Autogrammstunde geben. Diese Gelegenheit nutzt Leonard, um sein neues Album, welches am 14. September erhältlich ist, zu präsentieren. Dann können auch Sie das Tanzbein zu seinen neuen Songs vom Album Lerne im Regen tanzen schwingen. Am Montag, den 4. Oktober, kommt der Mondfachmann Joachim Hoppe mit seinem spannenden Vortrag in den Dr. Tholberg-Saal. Im Gepäck hat er dabei im wahrsten Sinne Informationen zum Anfassen. Interessierte Gäste werden völlig Neues über den Mond erfahren.
Karten für diesen interessanten Abend mit Joachim Hoppe gibt es ab sofort in den beiden Schönebecker Stadtinformationen zu erwerben. Zur literarisch-musikalischen Veranstaltung namens Heiter bis Wolkig lädt die Stadtbibliothek Schönebeck am 16. Oktober recht herzlich ein. Humor und Satire werden in Geschichten und Gedichten vom Lesequartett vorgetragen. Dahinter verbergen sich Sabine Bernhardt, Traude Schalen, Ingrid Krebs und Hans Hildebrandt, welcher für die musikalische Umrahmung sorgt. Der Eintritt ist bei freier Platzwahl kostenlos, dennoch wird um eine Voranmeldung gebeten. Soweit die Veranstaltungen für die kommenden Tage und Wochen, sehr geehrte Zuschauer. Last but not least natürlich noch der Blick auf das Wetter für dieses Wochenende. Es bleibt trocken, hier und da ein paar Wolken, Maximaltemperaturen von 26 Grad. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Arbeitswoche ist geschafft, das Wochenende steht kurz bevor und wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden drei Tage. Nach einer durchwachsenen ersten Septemberwoche müssen wir uns auch in den kommenden Tagen auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Bei 10 Grad hängt eine dicke Wolkendecke über dem Salzlandkreis, mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Maximal klettert das Thermometer auf 20 Grad. Zum Sonntag sehen die Werte dann ähnlich aus. Hier können wir Temperaturen zwischen 12 und 23 Grad erwarten. Die Wolkendecke bleibt beständig, es ist grau und trüb. In die neue Woche starten wir dann mit viel Sonnenschein. Kühle 12 Grad am Morgen verwandeln sich im Laufe des Tages in angenehme 26 Grad und erleichtern den Start in die neue Arbeitswoche. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit unser Regionalmagazin, sehr geehrte Zuschauer, am heutigen Freitag, dem 7. September. Zwei Veranstaltungshinweise vielleicht noch direkt für den heutigen Freitagabend. Das Wetter spielt ja mit. Zum einen gibt es die Gradierwerk am Abendveranstaltung, das Ganze im Kurpark von Bad Salzelm. Und wir bleiben auch gleich im Kurpark, denn dort findet ab 20.30 Uhr das Erdgas Mittelsachsen Kult Sommerkino statt. Also auch das ist vielleicht eine Veranstaltung, die Sie besuchen sollten. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.